Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Törchen und einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr mit diesem Brett sogenannte Pillowboxen machen könnt. Das Brett ist von Via Memory Keeper und heißt Pillowbox. Kostet circa 20 Euro, also je nachdem bekommt ihr es für 15 Euro, je nachdem, also 15 Euro ist schon selten, meistens zwischen 18 und 22 Euro. Am besten schaut ihr da einfach bei eBay und sortiert nach Preis inklusive Versandkosten am niedrigsten, so mache ich es zumindest immer. Und ja, dann fangen wir einfach mal an und ich möchte euch das präsentieren. Was ihr dazu braucht, laut Vorschrift soll man ein Papier 15,2 cm in der Breite machen und die Länge, die soll zwischen, schaue ich mal gerade nach, hier steht nur Inch, die Länge, die soll zwischen, zwischen 10,2 und 30,5 liegen. Ich nehme meistens ein ganz normales A5-Papier, weil ich damit eben am besten zurechtkomme. Das ist nämlich auch knapp 15,2. Ich habe hier das ausgemessen. Das sind nur 15 cm, aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. An dem Punchboard ist hier unten auch ein Falzbeil befestigt. Von der Rückseite sieht es so aus. Wir können hier später noch Laschen mitmachen. Und hier, das hier ist das allgemeine, die allgemeine Stanze. So. Hier gibt es wieder eine Startlinie und eine vertikale Falzlinie und hier gibt es auch mal noch eine Falzlinie. Wir nehmen uns das also einfach die Länge nach unten, die Breite nach da, Länge nach unten und legen es hier an der Startlinie an. Dann punchen wir, aber ich nehme jetzt die andere Seite, weil hier die Seite, die habe ich einfach abgerissen statt abgeschnitten. Deswegen nehme ich das, weil hier die Seite wird später verklebt. Wir legen es also an. Punchen es runter. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, hat geklappt. Und falzen es aber auch noch. Wir müssen es einmal so falzen in der Kreisbewegung und auch hier unten in der Bewegung. Und wie wir sehen oder wie ihr jetzt seht, wir können es nicht komplett bis nach unten falzen. Das ist also überhaupt kein Problem, weil das kommt gleich. Dann nehmen wir es, es hat jetzt hier schon eine kleine Rundung und stecken es dann hier vorne in die Rundung bündig, so dass hier das kleine Falzen zu der Falzlinie zeigt. Und dann punchen wir nochmal. Und falzen auch nochmal. Wieder diese runde Bewegung. Und auch wieder diese senkrechte Bewegung. So. Das hat, glaube ich, nicht richtig gefalzt. Hängt da noch fest. Ja, ich muss sagen, richtig gut stanzen tun die jetzt nicht. Also man braucht da schon ein bisschen Kraft. So, wie gesagt, wir legen es dann, wir rutschen dann einfach weiter, so dass es dann hier wieder bündig ist. Und hier müssen wir nur noch mal punchen und nur noch hier den Kreis falzen. Dann drehen wir es um, so rum, dass diese komplette, hier ist ja so ein bisschen, so dass der komplette Halbkreis wieder unten ist. Ich rutsche das mal nach oben, damit ihr es oben, hier diese Stanze braucht man jetzt nicht unbedingt zu sehen. Wir legen es wieder an. Drücken es wieder runter. Punch, tu noch hier wieder. Falzen. So, und jetzt seht ihr, dass es total egal ist, wie lang ihr das habt, weil ihr könnt jetzt hier eine durchsichtige Linie machen. So, dann schieben wir es wieder weiter. Drücken wieder auf die Stanze. Das ist echt schwierig. Tun wieder falzen. Rutschen wieder weiter. Und falzen. Tun auch hier nochmal stanzen. Und falzen. Das vergisst man oft, dass man diese Rundung falzen muss.
Also vergesse ich zumindest oft. So, jetzt können wir es schon mal beiseite legen. Das hier sind die ausgestanzten Teile. Jetzt müssen wir die abschneiden, ungefähr an der Falzlinie, auf der Beschreibung steht, kurz darunter. Machen wir das einfach. So, haben wir abgeschnitten. Jetzt einfach nochmal knicken, da könnt ihr auch wieder euer Falzball zu Hilfe nehmen, um die Knicke akkurat zu machen. So, jetzt könnten wir noch Laschen machen, das ist aber kein Muss. Wir nehmen uns hier vorne, ist auch wieder so, hier seht ihr die Kerben und das legt man dann so an. Hier wäre ja das abgeschnittene Stück. Also man kann die Kerben machen, wenn man es schon abgeschnitten hat oder jetzt erst. Wir legen es also an und drücken runter. Und das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Da braucht man echt manchmal. Boah. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist so schwer. Den habe ich aber immer. Das ist so affig schwer. Naja. Also stumpf kann es bei mir noch nicht sein. Ich habe erst, was weiß ich, ca. 30 Boxen gemacht, von daher kann das nicht dran liegen. Aber wir legen es dann hier an. Hier ist ja wieder diese Mulden. Ja, hier ist ja das abgeschnittene Stück. Das läge ja dann hier auch so in der Mulde drin. Punchen. Das ist so schwer. Jetzt hat es geklappt. So, dann können wir das Board beiseite legen. Klappen das noch hier so um. Also so praktisch so aufeinander. Nehmen uns den Kleber. Ihr könnt Flüssigkleber benutzen oder so Klebeabroller. Können wir es auch schon so aufpoppen. Wir müssen warten, bis der Kleber ein bisschen fest wird. Und dann können wir es schon vorsichtig umknicken. Das ist auch immer ein bisschen Fummelarbeit, wie ich finde. Und dann haben wir unsere Pillowbox. Das ist jetzt eine längliche. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die in kleiner, in nur halb so groß, niedlicher finde. Aber so sind sie halt schnell gemacht, weil das jetzt A5 Papier ist. Ihr könnt natürlich das A5 Papier jetzt auch nochmal durchmachen. Dann habt ihr natürlich eine kleinere. Ihr könnt damit auch so ganz winzige machen. Könnt ihr euch einfach mal rumexperimentieren. Und das ist das Board. Ich finde die Boards super, wirklich super, habe ich auch schon in dem vorherigen Video erzählt zu der Candy Box. Ich finde die Boards einfach nur super. Was mich halt stört, ist, dass der Punch-Mechanismus, der Stanzmechanismus bei meinen Boards, bei allen meinen Boards ein bisschen schwer geht. Also man muss da schon Kraft aufwenden und es macht auch dann lautes Geräusch.
Ich weiß nicht, ob es bei euren auch so ist, aber ich traue mich auch jetzt nicht irgendwie was zu ölen oder zu fetten. Ich will das Ding ja auch nicht kaputt machen. Es funktioniert ja. So, ja, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Ich finde die Boxen auf jeden Fall wirklich mega. Ihr könnt das jetzt natürlich noch verzieren, wie ihr wollt. Noch ein Band drum, Glitzersteine drauf, anderen Karton draufkleben. Ihr könnt das mit Motivkarton machen, ihr könnt das mit einfarbigen Karton machen. Das hier ist jetzt normaler Fotokarton. Ich weiß aber jetzt leider nicht, wie hart es ist. Aber also zu festen Karton würde ich nicht empfehlen. Aber schon stabileren. Also das hier ist jetzt, ich glaube, ganz normaler Fotokarton. Ich weiß nicht, ich glaube 220 Gramm oder um den Dreh. Ich möchte jetzt euch nicht belügen. Auf jeden Fall finde ich die Idee einfach super, wenn man da jetzt noch eine Schleife drum macht und dann einfach auf den Esstisch legt, neben den Teller mit einer kleinen Süßigkeit oder so drin, finde ich top. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, alles Gute, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen wieder. Wiedersehen, tschüss.